seit dem Jahreswechsel 2004/2005 unterstützt unser gemeinnütziger Verein Furaha Phoenix, der sich rein aus Privatpersonen zusammensetzt, ein Waisenhaus für Straßenkinder in Kenia, Ostafrika. Die Besonderheit unseres Vereins ist die vollkommene Transparenz hinsichtlich der Finanzen. Wir listen sämtliche Spendeneinnahmen und Ausgaben öffentlich einsehbar im Internet. Wir leben davon, dass sich eine Vielzahl von Privatpersonen zumeist mit kleinen Monatsbeiträgen ab 5 Euro mit an dem Unterhalt des Waisenhauses beteiligen. Mit diesen Geldern haben wir in den letzten Jahren stets maßgeblich die Kinder unterstützt. Aufgrund verschiedener Unstimmigkeiten mit anderen lokalen Unterstützern des Waisenhauses hatten wir uns nun zum Jahreswechsel 2009/2010 dazu entschlossen, uns mit dem Waisenhaus zu verselbstständigen und eine vereinseigene Immobilie zu bauen. Nach anfänglich erheblichen Schwierigkeiten mit örtlichen Immobilienmaklern, Landverkäufern und afrikanischen Behörden gelang es uns dann endlich. Für umgerechnet rund 5.000 Euro und eine Ziege erwarben wir ein passendes Baugrundstück in der Nähe von Mombasa. Ursprünglich wollte der Landverkäufer sogar 15.000 Euro und eine Kuh als Verkaufspreis erzielen. Nachdem wir nun also ein passendes Baugrundstück hatten, riefen wir im Kreise unserer Vereinsmitglieder zu einer Gruppenreise auf, um den Neubau des Hauses zu beginnen. Knapp 20 Vereinsmitglieder schlossen sich insgesamt, selbstverständlich wie immer auf private Kosten, dieser Baureise mit an. Die Baustelle war während unserer mehrwöchigen Abwesenheit in eine Art Ruhemodus verfallen. Glücklicherweise waren wir nun aber genug Bauleiter aus Deutschland und so gewann der Bau schnell wieder an Tempo. Unsere Klärgrubenanlage dürfte in Ostafrika übrigens wirklich wegweisend sein. Unsere örtlichen Handwerker bemerkten immer erst dann, dass Steine oder Zement oder Sand ausgeht, wenn auch wirklich alles verbraucht ist. Gern stehen dann Dutzende Handwerker gelangweilt in der Gegend herum und warten auf neue Baumaterialien. Insofern hatten wir in den folgenden Tagen uns um 1 Million Kleinigkeiten und Probleme zu kümmern, die im Zusammenhang mit dem Bauprojekt auftraten. Zeitweise packten wir auch selber mit an, trotz Bullenhitze abwechselnd mit strömendem Regen. Ganz langsam nimmt unser Neubau erste Konturen an. Unsere Planung sieht ein U-förmiges Haus mit Innenhof vor, in dem wir zunächst rund 25 Kinder unterbringen wollen. Bauart und Fundamente lassen es zu, dass wir zu einem späteren Zeitpunkt noch ein Obergeschoss aufstocken können, sodass wir perspektivisch rund 50 Kinder aufnehmen können. Um diese späteren Ausbauten zu verwirklichen, brauchen wir jedoch zunächst weitere Spendeneinnahmen, um den tatsächlichen Bau zu realisieren und auch um die laufenden Unterhaltskosten für dann immerhin 50 Kinder sicherstellen zu können. Aktuell ist die Finanzkraft des deutschen Fördervereins durch den Neubau aufgebraucht. Unsere monatlichen regelmäßigen Spendeneinnahmen sind ebenfalls momentan für mehr als ca. 25 Kinder noch nicht ausreichend. Wir freuen uns aber über das bisher Erreichte und sehen uns und den deutschen Förderverein auf einem sehr guten Weg. In Afrika ein Haus zu bauen ist aus vielen Gründen ziemlich schwierig. Einer der Gründe ist der höchstmögliche Geldschein, der in Afrika oder zumindest in Kenia erhältlich ist. Ist umgerechnet 10 Euro wert. Es ist also schon regelrecht räumliche Logistik gefragt, um das Bargeld für den Bau eines Hauses zu koordinieren. Auch gibt es in Kenia keine Baumärkte oder Baustoffhändler. Stattdessen gibt es eine Vielzahl von kleinen Shops, in denen man Zement, Holz, Schrauben und so weiter einzeln und recht mühselig zusammensuchen muss.
Einige von unserer deutschen Bautruppe haben sich daher hauptsächlich um den Materialeinkauf gekümmert und mit der Zeit gute Beziehungen zu den Shop-Inhabern aufgebaut. Parallel müssen wir uns stets um die Bauarbeiter kümmern, damit die Baustelle nicht erneut in eine Art Ruhemodus verfällt. Und dann ist es endlich soweit. Das Waisenhaus kann Richtfest feiern. Wir treffen alle nötigen Vorbereitungen. Wir sorgen für ausreichend Essen und Trinken und aus einer nahegelegenen Kirche schaffen wir 15 Kirchenbänke herbei, um für die örtliche Prominenz ausreichend Sitzgelegenheit zu haben. Um für das Waisenhaus eine gewisse regionale Bekanntheit zu erlangen, laden wir die Bauarbeiter mit ihren Familien und die angrenzende Nachbarschaft zu unserem Fest ein. Teil des Richtfestes ist eine feierliche Schlüsselübergabe zum Waisenhaus an Mr. James Usome, unseren altbekannten Heimleiter, der in das neue Gebäude mit umziehen wird. Es folgen verschiedene Ansprachen von der örtlichen Bürgermeisterin, Kommunalpolitikern, Priestern und möglicherweise auch ein, zwei Leuten, die einfach nur so etwas sagen wollten. Nach dieser Reihe von Ansprachen kann endlich gefeiert werden. Wir haben eine Unmenge an Essen vorbereitet und ungefähr 600 alkoholfreie Getränke herbeigeschafft. Somit hatten wir eigentlich genug für alle. Wie ungewöhnlich das ist, zeigt die Tatsache, wie sehr unsere Gäste eskalierten, als es um die Getränke und um die Essensausgabe ging. Schon ein bisschen was anderes als ein deutsches Richtfest mit Sektempfang und Häppchen. Aber irgendwie hat dann doch jeder was abbekommen.